Und damit heiße ich euch willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Sherlock Holmes. Vielleicht die Folge, in der wir den Fall beenden. Ich will aber erstmal gucken, ob wir bei der Ausgrabungsstätte das machen können. Also Seil mitnehmen, die Haken und die Armbrust, um auf die andere Seite zu kommen. Oder ob wir da erstmal nochmal hingehen müssen, so nach dem Motto, ah nee, guck, ich kann's nehmen. Super. Suppi, suppi, suppi. Ich war mir nicht sicher, ob die Hinweise für ihn schon ausreichten. Oder ob er da noch mehr braucht. Ach, warum gehe ich denn nur hier rüber? Oh, ich kann hier einfach durch. Cool. Also hier war die Armbrust. This is a Reaper. Das will er gar nicht mitnehmen. Nimmt er noch wenigstens die Haken? Ja, die nimmt er schon mal. Kann ich die kombinieren? Stimmt ja, wir haben ein ganz anderes Inventar als sonst. Fein, dass wir die beiden untersuchen konnten. Na gut, Poseidon verstehe ich, warum wir ihn untersuchen konnten. We should use these metal rings to help us reach the bridge pillar. Ist das Wasser so laut? We should use these metal. There might be something behind these leaves. I have to find a way of getting there. Ja, brauchen wir aber trotzdem die Armbrust, ha? Wir haben ja schon das Seil und die Haken. Ah, wir brauchen da was zum drüber schießen. Ha, ha. Okay. I should use the appropriate object. Okay. Griff? Nein. I should use the Griffanschluss. Man sollte auch mal lesen, ne? Mechanismenstelle, Bogen. Vorne irgendwo. Ich habe nichts, wo ich den Bogen dran machen kann. Da. So. Ach, da ist immer eine Skizze. The gastrophets were used with ropes and hooks for sieges. Ja, aber das hatte ich doch schon mal gesehen, also woanders halt. The door has been left open. Okay. Sagt dasselbe wie bei der anderen Tür. Ist offen gelassen worden? Entweder hat es jemand unbeabsichtigt gemacht oder war ein Eil. Those wings on the bridge. Oh nein. Okay. This one is ready. So. Miss. Ach, ich dachte, das wäre jetzt so abgepeilt oder so. The bridge is ready. Now we must cross it. So, dann gehen wir mal über diesen lauten Fluss. Oh. Oh. Sherlock, du hast kein leichtes Leben, ha? Ist aber auch schwer herauszufinden, wie man das Ganze steuert, ne? Ich dachte, ich müsste die ganze Zeit auf nach vorne drücken und dann halt so balancierenmäßig machen, so entsprechend wie er neigt. Aber anscheinend muss ich das nicht. Ich muss mich nur an den Fallen orientieren. Watson, komm her. I have found something. Dahin. Aber wenigstens dröhnt dieser Fluss nicht mehr im Ohr. Achso, ich kann ja schon weitermachen. Are we inside the hidden temple of Mithras, Holmes? I am not sure. We had better be careful. Ja, wir sind mal vorsichtig.
schon cool. I saw this symbol in the tunnels underneath the Frigidarium. So, weiter geht's. Which way should we go, Holmes? There ought to be some clues here. Let's take a look around. Wo sollen wir lang gehen, ne? Es sollten Hinweise geben. Soll ich jetzt einfach mal über lang gehen? I saw this symbol in the tunnels underneath the... Ich hab jetzt mal alle angeklickt, ne? Einfach so, der Vollständigkeit halber. Ja, der Hinweis an sich ist ja bestimmt dieser Rangordnung, oder? Da kamen wir jetzt her. Das Höchste ist, sind diese Symbole. Ich weiß nicht, ob wir die jetzt einfach gehen dürfen. Oder einfach, ob wir das nächst höhere... Ich gehe jetzt einfach mal hier lang. Wird schon irgendwo gespeichert haben. Noch so ein blödes Labyrinth. Okay, also ich glaube, hier führt uns kein Weg hin. Watson, du bist noch hier oder folgst du mir? Okay, ich wollte gerade sagen, Watson, wo bist du? Dann vielleicht das nächst höhere, also eins von diesen Sachen, wenn es gibt. Oder das da. Das ist auf jeden Fall weiter unten. Das ist die erste Stufe. Das ist die zweite Stufe. Oh, schön. Die beiden sind auf derselben Stufe. Deswegen habe ich mir gedacht, dass es mich nur zum selben führt. Okay, dann die, die nach unten führt. So, das ist dieselbe Stufe. Da müssten wir eigentlich im Grunde genommen die hier nehmen, weil die jetzt wieder nach oben führt. Auf die nächste Stufe. Oh, was haben wir denn hier? Stein. Unterschiedlich schwer, ha? Oder gleich schwer. Die müssen auf jeden Fall alle auf derselben Höhe sein. Nehme ich ganz stark an. Okay, der hat gar nichts bewirkt. Okay. Ja, ich glaube, der bewirkt überhaupt nichts, ne? Doch, dort. Der ist auf jeden Fall am niedrigsten. Oh, der Stein ist auch echt schwer. Und ganz nach unten. Ha! Super! So. Das führt nach unten. Dann haben wir jetzt die beiden. Der ganz oben ist, würde ich einfach den hier nehmen. Aber warum führt die jetzt mich nach unten? Okay. Jetzt muss ich erstmal überlegen. Okay, Käfer, Dings da, Bums da. Das da, der Weg. Das sah irgendwie sehr seltsam aus. So,
Was war jetzt? Ah, okay. Das, was oben so in dasselbe geführt hat. Das war nämlich das dann nicht. Das ist die unterste Stufe, die dann als nächstes. So. Dann dürfte es eigentlich die hier als nächstes sein, weil die anderen Symbole hatte ich schon. Ach, das ist unheimlich, jetzt auf einmal. So. Das hatte ich schon, das hatte ich schon. Dann kann ja nur noch das da bleiben. Die höchste Stufe. Geh mal gerade geradeaus. Ja, ich habe mir schon gedacht, dass das eingestürzt ist. Wahnsinn. Sowas mal selber zu entdecken. Uiuiui, wäre das geil. Aber mir reicht das schon in dem Spiel. Dann gehen wenigstens nur die Figuren drauf, nicht ich selber. Nichts angucken, ne? Ah, da ist was. Ah, das ist gar nicht interessant für ihn. Na klar. Natürlich. Warum ist das nicht interessant für ihn? Look. It's the golden knife. But how to get it? Willst du den wirklich haben? Eine kaputte Laterne. This lamp is not old. The oil is still fresh. Perhaps Sir Rodney passed by here. No, I do not think so. Remember, he went no further than the catacombs underneath the Frigidaria. The murderer left this lamp. Ich glaube, der ist bestimmt nur, ja, der ist nur unter den Kühlraum gekommen. Und war sich so sicher, das dort zu finden und irgendwas für sich zu heimsen. Vielleicht hat man auch vielleicht hat er auch die Abgussform gefunden und wollte dann halt den eben nachstellen und dann sagen, hier, hey, ich habe den gefunden und so weiter und so fort. Deswegen denke ich eher, dass sein Kollege dahinter steckt. Und weil sonst der andere Typ, der Gallo, nee, dem traue ich das überhaupt nicht zu. Der ist nicht so dafür. Der Archäologentyp ist schon eher. Okay. Watson, I need your help. Oh. Was hat sich jetzt geöffnet? Das jedenfalls nicht, oder? Ach, hier, das. Dann wahrscheinlich immer so im Wechsel. Ah, das müsste man auch dann zu zweit machen. Der war halt alleine. Das war sein Problem, ne? Der Mörder, dass er alleine hier drin war. Oh Gott. Drei Hebel. Okay. Einfach mal deaktivieren. Auf jeden Fall schon mal der Rückweg. Achso, der hier, so. Der Hebel, was macht der? Das ist das andere Tor. Gut. Ist ja unwichtig. Der dürfte von Bedeutung sein. Wie öffnet das da hinten? Das Tor. Schön. Okay. Du deaktivierst den einfach mal. Okay, warte mal.
deaktivierst den mal. Und gehst dann hier hin. Weil es ja egal, ob ich das mit Sherlock angucke oder mit Watson, oder? Ach, ups, verkehrter. Verkehrt. Ich wollte nicht den hier. Dann mit ihm raus. Warten. Und den anderen betätigen. Hier hin. Upsa. Ja, wieder wechseln. Was ist das hier für ein Ort? Ach, da kann ich einfach weg. Zwei Dinger. Okay, ist das dann unser Rückweg? This mechanism seems inactive. Ja. Und was macht der? Ah, der ist was bei dem. Okay. Aber wenn ich das jetzt... Watson eingesperrt. Was bringt es ihm, dass er jetzt eingesperrt ist? Das verstehe ich nicht so ganz, den Sinn dahinter. Weil einer muss ja den hier betätigen, damit man darüber kommt. So wird das Sinn, ne? Ja, ich war hier, genau. Den dazu erst. Ich muss mal gucken, ob ich dadurch rauskomme, also richtig rauskomme, aber ich glaube schon. Ja, super. Dann kann er nämlich das da öffnen. Sherlock holt sich den goldenen Dolch und zieht den Fluch auf sich. The golden knife of Mithras. A long-lost relic has resurfaced. Watson, it is time to conclude this case. Excellent. Now, we should find another way of getting out of here. Ja, war ja klar. Grabräuber sind wir. So. Auf jeden Fall erstmal wechseln und das deaktivieren. Dann aktivieren wir das wieder. Damit er wieder reinkommt. Und holen jetzt erstmal Watson wieder raus. Oh. Ich glaube, das überspringe ich echt bis... da wieder bei der Tür sind, ne? So, die Tür ist wieder offen. Ich kann ja den hier betätigen, den anderen nicht. Ich habe gerade überlegt gehabt, wie hole ich denn Sherlock da jetzt wieder raus? Also so, dass er auch dahinter kommt, weil sobald Sherlock das ja loslässt, ist die Tür ja zu. Aber ich nehme mal an, dass der andere Hebel, den Watson da betätigen kann, eben dieses Tor dann aufmacht, sodass Sherlock dann hinterher kann. Nehme ich mal sehr stark an. Weil er hat nämlich gemeint gehabt, ja, der Hebel lässt sich nicht betätigen. Das heißt, dass das schon offen ist. Deswegen hoffe ich einfach mal sehr. Ja, super. So. Du kannst das übrigens loslassen. So. Aber hier lang. Und durch. Ach so geht das. Okay, gut. So, goldener Dolch und gestohlene Notizen.
da unten. Wertvolles Geheimnis. Sir Rodneys Geheimnis war eine wichtige Entdeckung. Ein Fund, der wie eine Bombe eingeschlagen hätte. Damit hätte er jeden Konkurrenten in seinem Fachgebiet ausstechen und den Ruhm und die Ehre ganz allein einstreichen können. Das klingt nämlich voll danach, dass es einfach Blinkhorn war, ne? Blinkhorn ist ein verdienstvoller Fachmann, dem allerdings bewusst war, dass er bei der außenstehenden Entdeckung ins Abseits gedrängt worden wäre. Damit hätte er die Chance seines Lebens auf Ruhm und Anerkennung verpasst. Sagen wir mal, also ich gehe ja eigentlich davon aus, dass er es ist, ne? Dass Blinkhorn der Mörder ist mit dem Eisdolch. Nehme ich stark an. Also es ist, ja, einfach aus dem Grund, wie er schon sagt, einfach, dass er halt Angst hat, ins Abseits zu geraten. Pitkin war mit seiner Arbeit zuvor nicht zufrieden, dann aber, als Sir Rodney kam, war er damit zufrieden. Wodurch dann halt, ja, er noch mehr ins Abseits geraten ist. Er sagt zwar, oh, es war so schön, er war zwar nicht leicht und so ein anstrengender Mann, etc. pp., aber das kann man ja auch einfach nur so sagen, ne? Er war zwar eine Koryphäe, sag ich mal, aber vielleicht hat auch Blinkhorn mehr zur Entdeckung von Sir Rodney beigetragen, als es so rauskommt. Oder Sir Rodney wollte halt wirklich, wie ich vermute, vielleicht auch einen falschen Dolch präsentieren, während Blinkhorn den richtigen schon gefunden hatte und nur noch nicht rankam. Weil ja, er hätte dann halt eine Person noch einweihen müssen, ne? Weil das kann man nur zu zweit lösen. Ich sag mal, ich kann mir einfach nicht vor, Pitkin und Garrow, nee, ich sag Blinkhorn. Er tötete Sir Rodney, um ihn für seinen Machtmissbrauch zu bestrafen. Zudem wollte er finanziell davon profitieren und in seinem Tätigkeitsfeld glänzen. Er verwendete eine Reproduktion des Goldenen Dolchs von Mithras aus Eis. So, keine Gnade oder Gnade? Gucken wir mal, keine Gnade. Blinkhorn wusste, dass Bentliff die Lorbeeren für den Fund des Goldenen Dolchs allein einstreichen wollte. Daher plante er kaltblütig den Mord an Bentliff und dafür ist er strikt die gerechte Strafe. Er hat sein ganzes Leben dem Goldenen Dolch gewidmet und Bentliff wollte die Lorbeeren für den Fund alleine einstreichen. Hätte Blinkhorn den Fund für sich beanspruchen können, hätte er den Mord nicht begangen. Ich sag einfach mal, ich bin mir nicht wirklich sicher, aber... Warum kann ich im Moment kein... Achso, weil ich mitten in einer Reise bin. Vielleicht deswegen... Aber ich denke, ich habe alle Informationen, oder? Die man gebrauchen kann. Denke schon. So, jetzt aber. Und Gnade natürlich. Oh. Mr. Holmes, what happened? This. Is that the golden knife? How? I also like to dig. You see, Mr. Blinkhorn, one never knows what one might find. Occasionally, remarkable rarities, such as this. The thrill of the discovery, and one's own enhanced reputation. Wouldn't you agree? Well, are you suggesting that... I am not suggesting anything. I know. You found the knife. You are an intelligent man. The ghost knife shall remain one of the most ingenious constructions I have seen in my career, I do assure you. I don't understand. Yes, you do. I am praising your performance, your perfect murder. What? Wait, are you accusing me of murder? No, I deny it. Mr. Blinkhorn, it is no use to deny it. I know the truth. You had no choice. Because it was you who found the golden knife. And therefore, you had to be the murderer. Sir Rodney was determined to receive all the credit for the find, when in fact it was your work. He would have crushed you to be sure that you could never tell the truth. But I uphold the truth, and I will tell it. What do you mean? That you will save me? What I mean is that you deserve a second chance. I shall be following your career with the keenest interest, Mr. Blinkhorn. Farewell. Na, er war es nicht, oder?
Na, ich glaube nicht. Wir gucken mal. Oh, doch, er war's. Oh. Das war aber jetzt ein komisches Ende. Ich habe so ein episches Ende erwartet wie mit dem Mexikaner, wo ich wieder alles sterben lassen kann. Aber hey, ja, cool. Haben wir den richtigen erwischt? Yeah, super. Wuhu. Jetzt bin ich glücklich und zufrieden. Ach, gut. Okay, dann ist der Fall damit abgeschlossen und somit auch die Folge. Und ich bin sehr gespannt auf den nächsten Fall. Bis dahin, dann tschüss, eure Tai.